Ja, Fabio Celestini, ganz herzlich willkommen beim FC Basel. Sag uns kurz, warum hast du dich entschieden dafür, diese Herausforderung hier beim FCB anzunehmen? Der größte Verein in der Schweiz und ist eine große Möglichkeit, zu etwas machen in diesem großen Verein. Ich glaube, es ist ein bisschen egal, die Situation. Wenn Basel anruft, du musst da Ja sagen und gehen und probiere zu helfen, die Mannschaft und den Verein zu dieser schwierigen Situation. Aber ich bin sicher, wir können etwas machen. Du hast die Situation angesprochen. Wie möchtest du dem FC Basel helfen, aus dieser schwierigen Situation herauszufinden? Ja, die Situation ist nicht gut, ist klar. Aber wir können nur machen eine Sache, ist kämpfen. Kämpfen auf dem Feld, arbeiten und sehr wichtig, zusammen sein. Zusammenbleiben, zusammen kämpfen. Und ich glaube, das ist, was ich will machen hier in die Erste. Nachher für Spielphilosophie und alles das kommt nachher. Ganz generell, was bist du für ein Trainertyp? Was dürfen die Fans von dir erwarten? Was bringst du mit zum FCB? Ist klar, ich will eine FC Basel offensiv, mutig, mit viel Vertrauen, entwickeln die Jungs. Immer, was ich habe gemacht in alles meine Verein und ich probiere zu machen auch hier. Aber in dem Moment sehr wichtig zu sagen zu dem Fan, ich will eine Mannschaft, die kämpft auf dem Platz. Und ich will, die Fans sind stolz von seiner Mannschaft und die Resultate sind sehr wichtig. Morgen steht bereits das wichtige Cup-Spiel beim SC Kriens an. Was kannst du der Mannschaft jetzt in dieser kurzen Zeit mitgeben? Wie kannst du sie vorbereiten auf dieses Spiel und auch dich selber vorbereiten in dieser kurzen Zeit? Ja, ich erkläre meinen Plan für dieses Spiel und auch sagen, was ich habe gesagt vorher. Wir müssen zusammen sein, geh mit deinem Plan. Ich bin sicher, diese Mannschaft kann sehr gut machen. Blind Vertrauen in alles und geh auf dem Feld und probiere zu gewinnen, jedem Spiel bis jetzt.